So, hallo werte Panzerfahrer. Ich habe mal wieder ein Video von mir mit dem MSU Objekt 257, weil ich da gerade am Grinden war Richtung E7, der jetzt zufällig gerade links an mir vorbei fährt. Und da ist die Runde dabei entstanden. Wie man sieht, 357 mit hier. Also ist jetzt nicht so unideal. Das Einzige, was halt wirklich ein Problem ist, ist der Typ 5. Und der Kinderwerfer, der Rest geht. Mal jetzt die TDs ist auch noch so ein Thema, aber es geht. Eine AT ist okay. Wie man sieht, wir sind auf Gletscher. Ich fahre hier hinten zusammen mit der E7 und dem ES3A in die übliche Heavy-Ecke. Um da zu arbeiten. Weil da hat man einfach dann Möglichkeiten am besten zu wirken, also ich mit dem Panzer einfach. Wenn wir jetzt hier mit hinter der IS-7 hinterherfahren, um sie nicht allein zu lassen. Dann hier geschaut, ob da in der Mitte schon was durch ist, weil zum Beispiel der Typ 5 oder so noch nicht offen war. Bis jetzt ist bloß das Objekt 263 und die IS-3 offen. Teamverteilung ist okay. Also der 53 TP in der Basis ist glaube ich noch AFK oder noch hier im Spiel. Dafür kommt jetzt die Foch 155. Auch nicht gerade der schwächste Zehner. Also das Ding ist schon auch böse mit dem Magazin und der großen Kanone. Das wird man dann später sehen. Wie gesagt, wenn der 53 TP noch da wäre, wäre es okay. Der Kanaven dann in der Mitte ist auch okay, weil er halt down spielt. Hält er ein bisschen was aus. Ich habe mir jetzt dann hier zu der E7 gesellt. Und der gegen das Objekt und gegen die ES3 zu helfen. Wollte eigentlich die ES3 treffen, habe aber im Objekt die Kette gezogen. Also, naja, die Kugel ein bisschen daneben geflogen. Jetzt pusht dann da die Foch von uns ein bisschen. Wollte jetzt gerade schießen, aber da kommt gerade die Foch und muss jetzt eben beim Teammate eine geben. Nachdem die Foch da jetzt zwei Dinge rauskauen hat und der Gegner ein bisschen low ist, mit der E7 ein Stück vorgefahren. Konnte jetzt die E3 rausnehmen. Hey, die war One-Shot, weil die Foch da gut aufgeräumt hatte. Weil die macht halt Damage. Noch weiter ein Stück vor. Krieg jetzt von dem Objekt eine. Kette gleich repariert, weil ich muss nicht unbedingt von Arti noch einen auf den Deckel kriegen. E7 konnte jetzt das 263 rausnehmen, das ist schon mal zwei Gegner auf der Seite weg. Bin jetzt dann hier in die Mitte gefahren, weil ich schauen wollte, wo der Typ 5 steckt. Weil der so der gefährlichste Gegner in dem Moment noch ist. Der ist, wie man sieht, dann da hinten aufgegangen, hat schon ein bisschen was abgekriegt, aber jetzt noch nicht so arg viel. Ist halt immer noch gefährlich, trotz dass er knapp 600 HP verloren hat. Ist halt immer noch gefährlich. Die 7 schaut noch gut aus, ich bin ja noch Full Life, also von daher alles gut. Man muss halt gucken, da oben stehen halt noch ein Haufen TDs und noch eine AT. Da war jetzt der Unis zum ersten Mal. Ich habe dann schon auf dem Weg dahin zu dem 5 auf Heat geladen. Weil sonst hatte ich keine Chance bei dem mit dem Standard Pen von der Kanone. Der erste Schuss ging keine Ahnung wohin, der Udo schießt auch mit wieder auf mich, aber hat noch die kleine Kanone drauf. Die 5 da durchs Eck geschossen, irgendwo getroffen, aber ich habe ihn auch getroffen, also war ein bisschen glücklich da mit den ganzen Kanonen und so. Hab dann geschaut, dass ich so einen kleinen möglichen Winkel habe, so dass er mich nie richtig treffen kann. Ich ihn aber. Habe jetzt geschossen, habe mich aber da ein bisschen zu viel bewegt und habe dann die Kanone von dem zerstörten ES3 getroffen. Okay. Mein Fehler. Die ES3A ist jetzt da ein bisschen vorgepusht und wollte da helfen, was ja okay ist. Hat jetzt die Tracks gezogen. Steht aber so in einem Winkel, dass ich trotz dass oranger Penetrationspunkt war durchgekommen bin. Bin jetzt wieder offen.
kann dem T5 schön einen durch die Unterbeine geben. Eine krasse Low-Roll mit 376 bei 440 Alpha. Also, aber das ist halt so, das ist halt, wenn du da durchkommst bei dem, kann es auch mal sein, dass du halt nicht den vollen Damage machst. Hab dann geschaut, wie er sich bewegt. Also er macht schon sehr clever, weil er halt schon weiß, dass es halt penetrieren kann. Wie man sieht, an der Seite geht es auch, obwohl der Penetrationspunkt rot war, aber die Heat Moon kommt dann doch irgendwo durch. Er kann mir nochmal eine geben, aber vom Trading her war es okay. Also meine hat ein bisschen mehr Damage gemacht. Jetzt ist er für mich im Idealfall One-Shot. Man muss halt bloß die Position finden, wo man hinkommt. Die E7 hat noch 1%, also mega low-life, aber noch lebt sie. Ich habe mir da jetzt dann hier so vorsichtig hin positioniert, weil ich wusste auch noch, wo die PD stehen. Da kam die Arti. Da komme ich nicht durch, wie man sieht am Heck, aber da komme ich durch, laut Dings. Und trotz dann schafft die Russenkanone auf die Entfernung zu treffen. Auch wieder Phänomene. Aber er ist raus, somit ist mit der schwierigste Gegner bis auf den Kinderwerfer raus, also der FV4005. Hab dann geschaut, wie ich da am besten so fahre, dass ich nicht zusammengeschossen werde. Die E7 macht es echt clever, versucht seine Unterwanne zu decken, weil der Turm ist halt einfach hart. Nutzt das Frack von der IS-3A von uns. Da ist jetzt die ISO-Aufgang. Steht aber so, dass man nicht drauf wirken kann, also wir nicht drauf wirken können. Aktuell. Da hat jetzt der Udus geschossen. Da konnte die IS den IS-7 den Udus rausnehmen. Schon einen Problempunkt weniger. Weil die doch einen hohen Tarnwert haben und dann einfach schwer auszugraben sind in bestimmten Positionen. Und da hinten gibt es so ein paar Positionen. Da tuscht dann echt schwer bei so einem bei dem Panzer. Bin dann hier vorsichtig rübergefahren. Mit Aufgang. Wahrscheinlich von der ISU. Der V glaube ich nicht, aber die ISO war es wahrscheinlich. Stand jetzt hier oben. Kann einer geben. Meine Tracks. Sie zieht mir bloß die Tracks. Das ist halt auch wieder vom Winkelung gerade glücklich gewesen. Und da ich ein bisschen halt down stehe, ist halt schwierig, für die ISO da hinzukommen. Nicht zu penetrieren. Hab dann geschaut, ob ich dann da hinkomme. Hab den Stein getroffen. Da hat man gesehen, trotz voller Einzielung hat es diesmal nicht funktioniert. Und wenn ich rechne, dass ich vorhin beim T5 trotz dann den auf so eine kleine Ecke getroffen habe, das ist halt einfach teilweise das Problem bei den Russenkanonen. Wenn du Pech hast, trollen sie dich. Wenn du Glück hast, hast du halt Glück, wie vorhin. Das sollte man halt immer beachten. Also man kann sich nicht 100% auf die Kanonen verlassen. Klar, es gibt Momente, wo du denkst, wie vor uns bei dem Typ 5, das geht nicht. Und dann hast du wieder so Momente wie jetzt, wo es halt dann trotz ohne Stun und voll eingeaimt trotzdem das Ding trifft. Nicht trifft, und das ist halt einfach das. Ihr habt dann hier geschaut, wo der FV ist. Weil wie gesagt, das ist noch so das Hauptproblem. Der Rest schaut ganz gut aus hinten. Wir haben noch genug Panzer, weil es steht 11:6. Wir haben noch die Foch, wir haben den T30 noch. Scorpion G, Udes, Arti, Isu. Jetzt ist leider die Batchet rausgegangen. Wir haben noch einen 53 TP. Ich bin bei 2 Kills und knapp 3k Damage. Da ich jetzt den FV nicht mehr aufgekriegt habe, bin ich jetzt so unterhalb der üblichen Sichtlinie lang gefahren, um da hinten Richtung Arti zu kommen. Weil das die wenigstens mal weg ist. Da ist der FV. So halb eingeebnet und trotzdem getroffen. Bin zwar Aufgang, aber ich stehe eigentlich an der Pose, wo es eigentlich gehen sollte. Ich wusste nicht, wo die Arti ist. Bin dann vorsichtig wieder hoch. Da war dann die Arti, also die war nicht an dem üblichen Arti-Spot, sondern woanders. Kann dem FV nochmal eine geben. Eine Low-Roll, aber immerhin. Jetzt bin ich für alles, was rumfährt, One-Shot, inklusive der Arti mit 108 HP. Die Arti hat sich unverlegt, also steht nicht mehr da hinten. Ich bin aber mit Absicht, das sieht man jetzt dann, ganz hinten rumgefahren. Wenn ich übers offene Feld fahre, da ist noch, wie gesagt, der Kinderwerfer, und sobald ich dann aufgehe, bin ich weg. Und
Das muss nicht sein, weil man kann auch versuchen, seine Kanone zu retten, beziehungsweise die Kanone, seine eigene Kanone im Spiel zu halten. Dann muss man halt einfach mal auch den Umweg gehen. Wir sind klar in Überzahl. Wir haben noch genug starke Panzer, wir haben noch eine eigene Arti, wir haben zwar Haufen TDs und nur zwei Heavys, aber es geht trotzdem. Ich bin dann hier vorsichtig gefahren, ohne irgendwelche Bäume zu fällen, dass die Arti nicht weiß, wo ich herkomme. Okay, einen Baum habe ich jetzt gefällt, aber leider nächste. Aber ich bin jetzt so weit links gefahren, dass die eigentlich von der wahrscheinlich ursprünglichen Position, wo die Arti jetzt immer stand, wo sie auf mich geschossen hat, auf mich nicht hätte wirken können. Bin hier vorsichtig vorgefahren. Noch ein Baum fällt, aber es ist wie gesagt nicht so schlimm eigentlich in dem Moment, weil ich war nicht offen, von daher ist. Das ist okay. Bin dann hier vorne vorsichtig vorgefahren, weil da war dann irgendwo der Kinderwerfer. Wollte dann jetzt hier hochfahren. Macht dann da die Arti auf. Aber durch das die Rampe relativ steil ist und ich mit dem Ding eigentlich kaum Gun Depression habe, hätte ich so komisch hochfahren müssen, also komplett schräg oder quer zu ihm, um überhaupt hinzukommen. Weil mir entschieden, dass ich warte, ihn offen halte, dass die eigene Arti wirken kann, weil dann muss man halt einfach dann auch mal, wenn man das Team noch da ist, einfach dann so denken, dass man halt seine Kanone safe, weil kann ja noch wichtig werden, du weißt ja nicht, die anderen Panzer sind zwar alle Low-HP vom Gegner, aber wie gesagt, wenn der Kinderwerfer zum Beispiel rausnimmt oder die Arti rausnimmt, dann müssen die anderen aufrücken. Klar, es kann funktionieren, aber es kann auch mal schief gehen. Weil du weißt ja nicht, was noch für Spieler da sind. Hab dann das Frack ein bisschen vor mir hergeschoben. Die AT hat drauf eingezielt. Hat sie betäubt. Die FV hat dadurch daneben geschossen. Wollte mich da irgendwie am Turm rechts versuchen zu treffen, zu splashen mit HE. Mein Team hat den Rest jetzt mittlerweile rausgenommen. Und bin jetzt dann der FV hinterher gefahren, weil die hat einfach einen hohen Reload. Konntest du dann rausnehmen. Wir haben dadurch gewonnen. Ich habe 3 Kills, 4000 Damage, 1100 Spot Unterstützung. Okay, jetzt Block ist jetzt nicht so viel gewesen. Aber ich denke mal, es war mit einer der besten Runden auf dem Panzer für mich. Deswegen wollte ich mal zeigen und man sieht auch, oder wollte auch mal zeigen, wie man halt auch seine Kanone safen kann in bestimmten Situationen. Klar, man kann auch mal Pech haben, keine Frage, aber man muss halt, vor allem im High-Tier, muss man halt einfach auch mal, wenn es geht, wie jetzt bei der Arti, zurückstecken und dann halt einfach die eigene Arti machen lassen, solange sie noch im Spiel ist. Und nicht Killgeil sein und Damage geil, weil sonst hätte die mich rausgenommen und dann wäre es nicht so eine tolle Runde gewesen. So war es für mich die beste Runde auf dem Panzer. Und ja, vielen Dank fürs Zusehen. Im Anschluss kommen noch Postgame Stats. Bis zum nächsten Mal.